Nach langem Warten geht es endlich weiter mit unserem Tischbauvideo. Wie ihr sehen könnt, wir haben schon viele Fortschritte gemacht in der Zwischenzeit. Alles liegt vorbereitet hier neben mir auf diesem Tisch. Wenn alles gut geht, ist am Ende dieses Videos alles im Lianli-Tisch, der hier steht. Wir haben jetzt schon mal die Hardware soweit auf den Acrylplatten stehen. Wir haben in die Acrylplatten unten schon die RGB-Streifen reingebaut. Also da sind mittlerweile glatte 210 RGB-LEDs drin. Das ist wirklich eine ganz schöne Menge. Es kommen noch mehr rein. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit den Controllern. Das erkläre ich euch aber gleich, was wir jetzt letztendlich für eine Lösung gefunden haben. Weil, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine dezent starke Beleuchtung in dem Acrylteil, weil das ist ja quasi unser Schlüsselelement. Wie gesagt, RGB-Steuerung war ein großes Problem, denn es ist nicht so einfach, so viele RGB-LEDs untereinander erstmal zu verbinden. Also wir haben ja die einzelnen Module, die wir getrennt ansteuern wollen. Das heißt, wir brauchen ungefähr 4 oder 5 RGB-Kanäle und dann können wir an jeden Kanal nur eine begrenzte Anzahl an RGBs anhängen. Dafür habe ich mir das ASUS ROG Aura Terminal noch gekauft. Ist eigentlich wirklich ein ganz cooles Teil. Ist zwar mit 100 Euro nicht wirklich günstig, aber dafür eigentlich die perfekte Lösung für das, was wir hier brauchen, weil wir können damit bis zu 210 RGB-LEDs einzeln ansteuern und wir haben 4 getrennte Ausgänge, das heißt, wir können 4 Elemente einzeln ansteuern. Jetzt ist aber das Problem, dass wir in manchen von diesen Elementen noch mehr RGB-LEDs drin haben, das heißt mehr als insgesamt 210 Stück. Dementsprechend waren wir hier am Limit vom Aura Terminal und ich wollte nicht noch ein zweites kaufen, deswegen habe ich hier diesen RGB-Splitter von Fantex. Das heißt, wir nehmen letztendlich einen Kanal vom Aura Terminal, legen einen Kanal auf diesen Fantex Splitter, also von dem habe ich entsprechend 4 Stück, also 4 Splitter für jeden von den Kanälen und damit verdoppeln wir die 210 RGB-LEDs auf 420. Das heißt, wir haben am Ende 420 RGB-LEDs unten in dem Tisch und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird und leuchten wird. Weil viele von euch mich auch nach den Komponenten im Tisch gefragt haben, haben wir in der Beschreibung mal eine Liste gesammelt mit allen Komponenten, die im Tisch drin sitzen. Also falls ihr sowas zum Beispiel nachbauen wollt mit dem Aura Terminal oder mit dem Splitter und wollt es verbinden, die ganzen Artikel findet ihr alle bei CaseKing. Die Links dazu sind jetzt endlich alle in der Beschreibung unten verlinkt. Der Grund, warum wir das hier alles auf dem Tisch aufgebaut haben und es noch nicht im Tisch ist, ist, dass wir jetzt genau planen müssen, wo alle Kabel lang geführt werden und über wie viele Kabel wir benötigen. Und zwar kann ich das hier mal an einem Beispiel zeigen. Hier kommen später die Kabel von den Netzteilen durch. Und auf der Rückseite sieht man, dass wir hier so Auskerbungen gemacht haben, damit wir dann dort alle Kabel genau unterm Tisch langführen können. Zum Beispiel haben wir noch die wunderschön gesleeveden SATA-Kabel von CableMod. Wir benötigen zum Beispiel 4 SATA-Kabel für das NAS-System, denn wir schließen an diese 4 SATA-Ports eine SSD und 3 HDDs an. Dann werden die Kabel hier durchgeführt, in das Loch reingesteckt und an die SSD und dann weiter zu den 3 HDDs geführt. Für das NAS-System verbauen wir 3 10 TB Western Digital Red HDDs. Die VD-RED arbeitet mit 5400 Umdrehungen die Minute und ist für den 24-Stunden-Gebrauch im NAS-System ausgelegt. Wir verwenden 3 HDDs, da wir die in RAID 5 packen wollen. Und der Vorteil von RAID 5, so wie wir schon mal erwähnt haben, ist, dass wir 2 davon als Speicher benutzen und eine als Sicherung. Und wenn eine Festplatte kaputt geht, egal welche, dann kann sie einfach ausgetauscht werden und dann werden die Daten wiederhergestellt. Beim Verlegen der Kabel starten wir erstmal mit den Stromkabeln und dann nehme ich erstmal die für das Netzteil und schiebe die hier erstmal rein. Als nächstes benötigen wir 2 8-Pin-Kabel für die Grafikkarte. Und dann benötigen wir natürlich noch die Kabel für die Pumpen, RGB und natürlich für die Festplatten. Die Grafikkarte war ja gerade eben schon im Slot, aber mir ist gerade eben aufgefallen, als ich den Grafikkartenhalter montieren wollte auf der Acrylplatte, dass die Grafikkarte gar nicht richtig im Slot war, sondern hier vorne auflag auf der Acrylplatte. Das heißt, ich darf jetzt erstmal kurz hier unten die Blende abschneiden mit dem Dremel.
Normalerweise ist es mit dem Dremel immer ein bisschen doof, wenn da schon der Kühler draufgebaut ist, weil dann die Metallsperren nicht drunter können und so weiter. Wir blasen das natürlich danach alles schön aus, dass da auch keine Metallsperren mehr vorhanden sein können. Was lachen Sie da? Finden Sie das lustig? Los geht's. Wir sind gerade mittendrin, die Systeme jetzt in den Tisch zu verbauen. Ich habe jetzt angefangen, das NAS-System in den Tisch zu legen und das Ganze ist wirklich nicht ganz so einfach wie gedacht. Also ich kann euch das zum Beispiel mal anhand von diesem Teil hier zeigen. Also wir haben ja diese einzelnen Segmente, wo hier zum Beispiel ein LED-Streifen drin ist. Dann haben wir hier ein Segment mit Pumpe. Und da ist es jetzt natürlich auch so, wir haben hier LED-Streifen und ich muss schauen, dass die Kabel nicht die LED-Streifen blockieren, also das Licht, weil das würde man hier oben auf dem Muster sehen. Und dann muss ich natürlich die Kabel jetzt unter den Platten durchführen, zurück zum System. Deswegen muss ich dann auch hier eine Aussparung zum Beispiel machen, hier eine Aussparung reinmachen in diese Platte. Das heißt, die Kabel kann ich dann letztendlich hier drunter durchführen. So, dann fällt es nicht mehr auf, kann ich sie unten weiterführen und dann irgendwo am Mainboard anschließen. Dieses ganze Teil ist mittlerweile ein Stück, also das waren am Anfang mal 1, 2, 3, 4 Platten. Die haben wir miteinander verbunden mittlerweile. Das heißt, ich kann das komplette Teil hier am Stück rausnehmen. Das macht es uns ein bisschen einfacher, das Ganze später zu verbauen. Auch hier sind überall RGB-Streifen drunter, also hier führt ein Streifen unten lang an der Kante. Das ist der hier. Der kommt hier hinten raus, der wird dann später mit dieser Platte hier verbunden, läuft dann in der Platte hier rum, geht wieder zurück und geht hier oben wieder zurück. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, weil ja auch die ganzen Kabel vom Tisch durch diese Platte reingeführt werden müssen, die dann später hier liegt. Es geht dann alles hier durch, alles wieder zu diesem Board. Also Kabellage ist auf jeden Fall
ein relativ komplexes Thema bei dem Tisch. Und ich denke mal, wir werden jetzt alleine die Platten reinzulegen und die ganzen Kabel so durchzuführen, dass die nicht die, ja, die RGB-Streifen blockieren und dann letztendlich auch gut aussehen, ordentlich, werden wir mit Sicherheit so 4-5 Stunden für brauchen. Und ich mache jetzt einfach mal weiter. Während Roman gleich die Kabel weitermacht, werde ich jetzt gleich die drei Festplatten verbauen. Eigentlich wollten wir zwei hier einbauen und eine noch da, aber das SATA-Kabel ist leider zu kurz, um es von hier bis hier zu legen. Und deswegen verstecken wir es einfach in dem Laufwerkschacht. Sechs Stunden später und endlich ist das erste System fast komplett eingebaut. Verkabelt ist es nur noch hier hinten der Radiator eingesetzt werden und verkabelt werden. Auch die RGB-Beleuchtung unter den Platten ist verkabelt, wird, wie man hier an dem roten Kabel sieht, von dem anderen System geleitet. Und ja, jetzt machen wir direkt weiter mit dem anderen System. Wenn ihr nach einem hardcore anstrengenden Tag genauso genervt seid wie Roman von RGB, dann habe ich jetzt hier die perfekte Lösung dafür gefunden. Man benutzt es einfach für sein Werkzeug. Man hängt einfach alles dran. Es hält einfach alles. Man räumt gleichzeitig auf. Willst du mir damit sagen, dass der Tisch hier unordentlich ist? Nein, gar nicht. Und Roman ist sogar verkackt, hat den ersten Take zu filmen.